Moin Leute und willkommen zurück zu Feels Like Random, willkommen zurück zu Trackmania Online. Ich habe ja schon gesagt, dass ich jetzt Trackmania spielen will, da wir ja Jet Racing Extreme schon in Anführungsstrichen durchgespielt haben, zumindest für den momentanen Entwicklungsstandpunkt. Und ich würde sagen, wir machen einfach ein Solo-Spiel, denn online machen wir vielleicht beim nächsten Mal, aber ich möchte jetzt erstmal euch ein bisschen entspannt hier zeigen können. Ja, Feels Like Gaming ist natürlich schon angemeldet hier als krasser Gamer in Deutschland, in Germany. Und weiß, ist schon eine sehr, sehr einfache Strecke, deswegen würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal auf grün mit Akrobatik. Denn die Akrobatik-Maps sind immer richtig gut. Eigentlich sollte ja jeder Trackmania kennen, zumindest das Spielprinzip sollte jeder verstanden haben oder kennen. Und es sind immer sehr, sehr kurze Maps, die man hier im Solo-Modus hat. Das Ganze ist komplett kostenlos bei Trackmania Online. Werden wir noch kurz hier eingeführt mit der wunderschönen wunderschönen Kameraführung. Und jetzt würde ich sagen, geht's einfach direkt los. Und es ist, wie ihr schon seht und wie ich schon es erwähnt habe, es ist halt sehr ähnlich wie Jet Racing Extreme, nur halt ohne die großen Explosionen und große Zerstörung. Und dann wird die Bronzemedaille, sehr schön. Man kann halt auch direkt hier sich die ganzen Medaillen erspielen, etc. und damit dann neue Strecken freischalten im Solo-Modus. Aber eigentlich ist das Ganze natürlich wesentlich mehr auf den Online-Modus fixiert. Nee, das möchte ich jetzt nicht. Ich möchte eigentlich möchte ich jetzt nur noch die ganze Zeit so ein bisschen fahren, ein bisschen zeigen hier. Machen wir nochmal rote Strecke hier. Endurance. So, ein bisschen auf Ausdauer gehen. Das ist ein sehr, sehr schnelles Spiel und dementsprechend viel zu erklären gibt es eigentlich gar nicht. Ich gehe mal auf Silber. So, man muss ja nicht gleich die dickste Gefahr rauspacken. Okay, die Strecke kenne ich schon. Die ist relativ lang, aber das ist ganz gut für mich, denn dann kann ich euch ein wenig erklären, wie das Ganze hier aussieht, wie das alles hier läuft. Wie ihr hier seht, ist ein extrem simples Spielprinzip. Man hat einfach nur sein Auto, muss damit die Strecke fahren und fertig. Na, ach du Heilige. Ich möchte nochmal kurz neu starten. Moment. Irgendwo gab es eine Teste, wo man besser neu starten konnte, aber ich weiß jetzt nicht mal, wo die war. So. Machen wir mit Bronze, damit ich mich gut fühlen kann. So. Einfach nur kurz zur Erklärung. Es ist halt ein Online-Spiel. Man hat ein Auto und das hat jeder. Und es gibt halt keine unterschiedlichen Autos, so wie es bei zum Beispiel Mario Kart ist oder so. Es gibt halt immer nur das eine Auto und es gibt immer die gleiche, also nicht die gleiche Strecke, es gibt nur noch Nutzer erstellte Levels etc. und die kann man dann online spielen und offline kann man eben auch noch so seine paar Maps fahren und dementsprechend dann auch eben sich die ganzen Medaillen hier holen und dementsprechend auch bei online Bestenlisten sich eben vergleichen mit seinen Freunden zum Beispiel kompetitiv, oh, sich vergleichen. Dementsprechend ist es natürlich auch am besten, wenn man durchgängig das Gas drückt und vielleicht auch nicht unbedingt gegen die Wand fährt. Ich fahre jetzt einfach weiter, ist egal. Eigentlich wäre es schlauer, wenn ich jetzt kurz den Checkpoint geladen hätte, aber gegen den Bronzenen zu fahren, reicht das auf jeden Fall aus. Und ja, eigentlich ist das Spiel natürlich auf Online ausgelegt, liegt natürlich im Namen schon drin. Aber man kann das auch, wie gesagt, alles offline spielen. Ist ja auch gar kein Problem. Gar kein Problem, wenn man sich ein bisschen besser konzentrieren könnte, wenn man nicht die ganze Zeit reden müsste dabei. So. Ich bin in dem Spiel auch wirklich nicht gut. Ich war früher ziemlich, also gut würde ich nicht sagen, aber ich war gar nicht mal so schlecht. Da habe ich auch in den Online-Matches ganz gut abgerockt, aber jetzt, nach so einiger Zeit, ist auch schon bestimmt 4-5 Jahre her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Wobei, so lange nun auch nicht mehr, aber seit ich es aktiv gespielt habe, sagen wir es mal so. Und damals habe ich eben auch sehr, sehr aktiv bei Trackmania Power-Up hieß es, glaube ich. Power-Up? Ich glaube schon. Trackmania Power-Up oder Trackmania Original. Das habe ich sowas von durchgesuchtet einfach nur. Das ist, glaube ich, 2004 rausgekommen. Das müsste 12 Jahre oder 2006, sagen wir 2006. Dann fühle ich mich nicht so alt. 10 Jahre ist das her und das war unglaublich genial einfach nur. Ich finde auch generell jedes Trackmania ist extrem gut. Trackmania Sunrise gab es auch noch. Alter, an dieser Stelle haue ich mich immer hier den Kopf dicht. Das ist ja herrlich. Herrlich ist das. Überhaupt nicht herrlich ist das. Na, ist auch egal. Ich rede so ein wenig über mein Leben und fahre hier gegen Wände. Ist doch herrlich. Ja, Trackmania, wie gesagt, extrem simples Spielprinzip. Man fährt halt nur seine Runden hier ab. Es gibt auch natürlich auch Einzelstrecken, also wo man einfach nur bis zum Ziel fahren muss. Das hier ist jetzt ein Rundenkurs, weil das eben die Ausdauer-Map hier ist. Zumindest hier für diese Kategorie. Aber wie ihr eben schon gesehen habt, es gibt auch noch Akrobatik-Maps, alles Mögliche. Das meiste, was man online findet, sind solche Akrobatik-Maps oder Skill-Maps oder wie auch immer man die nennt. Alter, jedes verdammte Mal! Ich werde auch nicht schlauer draus. Da muss man halt sehr, sehr hohe Sprünge oder gefährliche Stunts dann eben, also Stunts gibt es hier eigentlich gar nicht, also es gibt keine Bonuspunkte für irgendwelche Salti oder so, die man macht.
Aber die gibt es natürlich dann auch im Online-Modus. Also wenn so ein kranker, weiß ich auch nicht, irgend so ein Asiate dann so eine kranke Map gebaut hat und die dann hier der Welt veröffentlichen möchte, dann gibt es die da auch. Also es gibt auch richtig extreme Maps, die man unmöglich eigentlich schaffen kann. Aber irgendjemand hat sie dann gebaut und natürlich dann dementsprechend auch geschafft. Denn es gibt auch nur Maps online, die eben auch schaffbar sind, glaube ich zumindest. Oh, wir haben den Bronzen überrundet. Na gut, fast. Sehr schön. Also ich denke, jeder sollte das Spielprinzip mittlerweile verstanden haben. Hier habe ich zum Beispiel jetzt nur die Bronzemedaille gewonnen, weil ich dauernd irgendwo gegengeklatscht bin. Deswegen soll mir das auf jeden Fall reichen. Wir schauen mal weiter. Jetzt machen wir doch mal hier die Akrobatik-Map, um mal zu zeigen, wo der Unterschied liegt. Denn, ja, nehmen wir mal Silber. Das ist auf jeden Fall eine wesentlich kürzere Map, sieht man schon an den Zeiten. Aber die wird nicht unbedingt leichter, wesentlich schwerer wird die wahrscheinlich sogar. Weil, wie ihr seht, hier sind auch überall... Entschuldigung, muss ich kurz aufstoßen. Hier sind auch überall solche Objekte, die im Weg stehen und einen davon abhalten möchten, die Strecke hier gut zu bewältigen. Und jetzt muss ich mich kurz... Da musste ich mich kurz konzentrieren. Manchmal ist es echt schwer, vor allem wenn man dabei redet. Das vergessen manche ja ganz gerne mal, dass man beim LP reden muss und dementsprechend auch nicht so gut sich konzentrieren kann auf die ganzen Sachen hier. Deswegen bin ich mal kurz ruhig. Ah, verdammt, ich dachte, ich komme da noch rüber. Okay. Einmal probieren wir es noch und dann können wir gerne die Map wechseln. Das ist halt, wie gesagt, das ist halt ein extrem schnelles Spiel. Man wechselt auch sehr, sehr schnell online die Maps. Die dauern dann meist so 2-3 Minuten höchstens. Ah, das war schlecht, das war schlecht. Das war richtig schlecht. Aber man hat dann irgendwann auch so einen gewissen Drang dazu, diese Maps zu schaffen. Das ist echt extrem. Vor allem bei den Online-Maps, wenn man gegen andere Spieler die anderen auch direkt sieht und sieht, wie die das hier auch schaffen können und man selbst da einfach wie so ein Vollidiot immer an der gleichen Stelle hockt. Ja, sehr gut. Hätten wir das auch geschafft. Also wie gesagt, ich bin eigentlich gar nicht so schlecht in dem Spiel. Ich war aber mal wesentlich besser. Das liegt natürlich auch daran, dass ich jetzt nicht mehr so in diesem... nicht mehr so drin bin, sagen wir es mal so. Machen wir mal das. Und eine Sache, die ich noch sagen wollte, ist, dieses Spiel hat doch immer noch, obwohl es glaube ich schon seit mindestens 5-6 Jahren draußen ist, hat immer noch Support und es wird immer noch geupdatet, was ich extrem cool finde. Also ich weiß nicht, wann jetzt das letzte Update war. Es ist natürlich nicht mehr so hochfrequent, wie es bei, zum Beispiel beim GTA Online ist oder so. Aber auf jeden Fall noch so, dass man es nicht von der Hand weisen darf. Ach du Heilige, da muss ich hoch! Sag das doch vorher. Warte, Neustarten. Ich glaube, es gab eine Taste fürs Neustarten, aber ich habe sie nicht mehr im Kopf. Deswegen seid mir bitte nicht böse, wenn ich einmal kurz hier schnell hin und her klicken muss und die Map neu laden muss. Aber die Ladezeiten sind auch so verdammt kurz, da sollte das niemanden stören. Also der Anfang finde ich schon mal ziemlich cool, weil solche Sprünge gibt es sehr, sehr häufig. Vor allem auch in der Online-Version. Jetzt muss ich, glaube ich, sogar bremsen. Oder zumindest langsamer fahren, damit ich hier rüber kann. Und mir nicht den Kopf dabei stoße. Ist mir eigentlich relativ egal, ob ich jetzt hier beim Silbernen vorne liege oder nicht. Hauptsache, ich schaffe die Map irgendwie. Ach, das wäre ja richtig, richtig schlecht einfach nur. Ich mach nochmal. Nochmal, Papa. So, man hat auch einen gewissen Ehrgeiz dann schon entwickelt. Weil man möchte dann... Es ist eigentlich immer so, dass man, vor allem bei den Online-Maps, dass man halt durchgängig Gas drücken kann und dann nur eben perfekt driften muss und halt genau die Kurven richtig nehmen muss, damit man eben die Bestzeit bekommt. Hier, oh Gott, ist das glaube ich ähnlich. Nur glaube ich, dass man nicht durchgängig Gas drücken kann, weil das ist glaube ich unmöglich bei diesen Maps. Wobei es könnte auch sein, dass die darauf ausgelegt sind. So, das möchte ich ja nicht. Willst du mich flachsen? Ich bin zu weit gesprungen. Das ist doch gemein. Ich nehme mal den hier. Wir switchen einfach durch und durch die ganze Zeit. Ich möchte euch das Spiel ja nur ein bisschen nahe bringen hier. Und dann finde ich das auch gar nicht so schlimm, dass wir jetzt die ganze Zeit die Maps hier überspringen. Beziehungsweise die Maps so nacheinander auseinandernehmen. Hier! Ich glaube, das hier ist so eine klassische Map, wo man eigentlich durchdrücken kann mit dem Gaspedal. Denn wie ihr hier seht, die sind auch, es ist alles so ein bisschen darauf ausgelegt, dass man so sehr, sehr enge Kurven fahren muss. Muss ich hier rüber? Okay, ich nehme es zurück. Hier kann man nicht durchgängig Gas drücken, weil sonst wäre ich da auf jeden Fall nicht rübergekommen. Da musste ich sogar hart abbremsen. So. Aber solche Maps mag ich immer am liebsten, weil die haben halt, sind halt sehr akrobatisch, sagen wir es so, auf der einen Seite und auf der anderen Seite extrem schnell. Wupp.
Sehr schön. Alter, das, ich laufe gerade richtig gut hier. Oh Gott, das war knapp. Ich mag diese Säulen überhaupt nicht. Die sind so richtig eklig einfach. Ich glaube, ich mag keinen Trackmania-Spieler. Okay, hier muss wieder einmal der Aerial 100 rauskommen. Okay, das war kein schöner Aerial 100, aber es hat funktioniert. Und wir haben die Silbermedaille, sehr schön. Die Goldmedaille ist wirklich schwer zu bekommen. Da muss man dann wirklich auch die Karte komplett auswendig kennen. Gut, komplett auswendig nun auch nicht, aber man muss sie auf jeden Fall gut können. Hatten wir das gerade? D04? Ich glaube nicht. Aber ich denke, ihr, ne, verstanden sollte das jeder haben, das Spielprinzip. Nur im Online-Modus ist alles wesentlich schneller, wesentlich fähigkeitenbasierter, wesentlich skillbasierter, wenn man so möchte. Also kann man nicht einfach so wie hier, jetzt mal so ganz entspannt. Okay. Ich bin schon ruhig. Ich kann aber hier jetzt direkt mal starten. Also hier kann man nicht so einfach einfach das Gaspedal durchdrücken und dann gucken, oh, das ist eine Kurve, und dann drücke ich mal jetzt nach links, das ist ja entspannt. Das geht nicht so einfach in dem Online-Modus. Denn da muss man bei den meisten Maps zumindest wirklich genau on point eben an den richtigen Stellen lenken. Also für einen kompetitiven... Also wer ein kompetitives Rennspiel sucht, das ist auf jeden Fall das beste Spiel, was man momentan finden kann. Zumindest meiner Meinung nach. So ein Need for Speed oder sowas, das kannst du nicht direkt an die Wand klatschen, weil da kann man sich ja natürlich an Ecken und Enden überall aufwerten und aufbessern. Und es ist natürlich dann relativ unfair für andere Leute, dann da gegen dich anzukommen. Aber das Spiel hier, wie gesagt, ach du Heilige. Oh Gott. Da hat man direkt eben nur einen einzigen Wagen und den kann man auch nicht mehr verbessern. Und das finde ich halt richtig schön an diesem Spiel. Hier rüber. Das war fast schon zu weit. Sehr gut. Ich komme gerade nicht mehr so richtig zum Reden, weil ich die ganze Zeit hier nachdenken muss, was ich als nächstes tun muss. So. Also man... Verdammt nochmal. Man kann diesen Wagen nicht verbessern, aber ich finde den auch schon gut, wie er ist. Also der drückt, glaube ich, in 4 oder 5 Sekunden drückt er auf 100 hoch. Was schon ziemlich schnell ist, finde ich. Und ich glaube, wir werden die Silbermedaille nicht bekommen können. Außer der macht jetzt einen groben Fehler, der Typ. Aber ich glaube, der Einzige, der grobe Fehler hier macht, bin ich. Na, ist auch egal. Hauptsache, wir haben es geschafft. Soll mir schon reichen, die Bronzemedaille werde ich ja wohl bekommen haben, ja. Das soll schon in Ordnung sein. Sehr, sehr schön. Dann haben wir die D-Kurse sogar durch. Nehmen wir doch mal die blauen Kurse hier. Ich glaube, ehrlich gesagt, man kann ab einer bestimmten Anzahl an Medaillen sich dann neue Strecken im Solo-Modus freischalten. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Und ja, dementsprechend kann man dann natürlich auch mehrere Maps fahren, aber man kann auch, also man muss diese Solo-Maps eigentlich gar nicht fahren, weil man kann eigentlich direkt nach in den Online-Modus gehen. Ja, ich fahre mal lieber die Außenbahn, vor allem bei solchen Löchern. Da möchte ich nämlich ungern reinpurzeln. Oh Gottes Willen, das war knapp. Ich glaube, ohne den Bremser, da wäre ich da nicht durchgekommen. Aber ihr seht schon auf jeden Fall direkt die... Achso, ist schon durch. Ah, okay. Ihr seht auf jeden Fall schon direkt den Vergleich zu Jet Racing Extreme beispielsweise. Die, muss man wirklich sagen, sind relativ ähnlich, die beiden Spiele, aber im Großen und Ganzen muss man doch sagen, dass bei Jet Racing Extreme viel mehr Explosionen etc. sind. Hier sind gar keine Explosionen überhaupt eingebaut. Oh, das wird cool. Das ist ein interessantes Ding. Das gefällt mir gut. Deswegen mag ich auch diese Akrobatik-Maps richtig gerne. Weil die halt so richtig schön special sind einfach. Und ich drehe mich einfach überhaupt nicht. Und fliege einfach voll übers Ziel hinaus. Wir sind halt, da muss man halt wirklich dann auch schauen, wo man genau abspringt, in welchem Winkel, damit man eben perfekt dann bei der nächsten Sprungschanze wieder auftanzeln kann. Ich fliege so schon wieder so weit, oder? Nee, das geht. Sagt er und fliegt voll gegen die Wand. Okay. Aber ich denke, ich habe jetzt genug gelabert über das Spiel. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie in einem relativen Redeschwall hier bei dem Spiel. Ich weiß auch nicht warum. Eigentlich müsste ich doch die ganze Zeit... das war knapp. Konzentriert hier, mich konzentrieren. Okay, es reicht aus. Soll mir reichen. So. Dementsprechend seid mir nicht böse, falls ich an irgendwelchen Stellen ein wenig hadere oder an irgendwelchen Stellen nicht so gut bin, weil ich muss halt reden. Und das ist vor allem bei so einem Spiel, wo es extrem schnell auf Reaktion etc. ankommt, super schwer. So. Gut.
Nächstes Rennen, nächste Strecke. Das ist natürlich das Problem, wenn man die Strecken überhaupt nicht kennt. Ich habe die eigentlich alle schon gefahren, aber wie gesagt, es ist schon mindestens fünf Jahre her. Dementsprechend seid mir nicht böse, falls ich jetzt ein wenig hier rum choke und struggle. Ein wenig rumwürge. Klein Hüpper. Und ihr seht auch schon, es sind relativ viele unterschiedliche Untergründe, die man fahren kann. Das war bei Trackmania Power-Up und Trackmania, beziehungsweise Trackmania Originals, die hießen ja, das war ja dann irgendwann ein Update, glaube ich, oder eine Erweiterung, ich weiß es nicht. Und da war das noch viel krasser. Also hier hat man ja zum Beispiel den Rasen, hier hat man diesen Dreck da drüben, da hat man noch diese, ich sag mal, Stadionrampe. Also das hier, diesen Untergrund, diesen ganz klassischen Asphalt. Und das war beispielsweise bei... Oh. Machen wir nochmal. Das war beispielsweise bei Trackmania Originals noch viel krasser, weil da gab es nämlich vier verschiedene, lass mich nicht lügen, ich glaube es waren vier, unterschiedliche Regionen, in denen man eben auch vier verschiedene Fahrzeuge hatte. Und das war richtig cool, weil das gab es nämlich auch noch im Online-Modus und da gab es nämlich dann, ich glaube es gab einen Winter, so ein Wintergebiet, wo man halt mit so einem dicken Truck rumgefahren ist. Was heißt dicken Truck? Es war halt so ein Pickup war das. Dann gab es noch so ein, schottisches Gartengebiet, wo man dann mit so einem Mini rumgefahren ist. Was gab es noch? Ich glaube, es gab dann auch noch so ein Gebiet. Oder war das nur online? Ich weiß nicht mehr. Es gab zumindest dann noch zwei andere, glaube ich. Und ich bin eigentlich immer nur im Wintergebiet gefahren, weil da ist man nämlich immer auf so Holz gefahren, auf so hölzernen Brettern. Und da gab es eben auch richtig, richtig coole... Ja? Perfekt. Richtig, richtig coole Loopings und Stunts, weil da gab es nämlich auch... wie heißen die Dinger? Kettenloopings. Ich weiß nicht, wie ich die anders nennen soll. Hier, diese Dinger, wie die hier auf dem Bild sind. Ich mach mal kurz die Tür zu, Moment. So, bevor hier noch ein Luftzug kommt und die Tür plötzlich zuscheppert und ich mich voll erschrecke. So, Professionalität at its best. Sehr schön. Genau diese Dinger gab es und die gab es noch in sehr, sehr vielen verschiedenen Ausführungen. Und die habe ich so gefeiert einfach nur, weil die, ich weiß nicht, die haben so einen extrem immersiven Charakter gehabt. Also man war sowas von drin in diesem Spiel. Und ja, bei diesem schottischen Gartenbiom, sage ich mal, da gab es das eben nicht. Da gab es eigentlich nur... Solche Waldstrecken, sage ich mal. Die waren auch ganz cool, weil die halt auch sehr schwierig und gefährlich waren, weil man hat halt plötzlich einfach mal direkt einen Baum vor der Nase, aus dem man dann ausweichen musste. Aber doch, im Großen und Ganzen fand ich dann doch das Schneebiom am besten. Mir fallen aber die beiden anderen gar nicht ein gerade. Ich frage mich die ganze Zeit, was die beiden anderen waren. Und ich komme einfach nicht drauf. Ich habe hier doch die Retail-Version. Ah ja, genau, es gab noch eine Wüstenbiom gab es noch, wo man dann so ein... Ja, wie heißen die Dinger? So ein Muscle-Car gefahren ist. Nehmen wir mal den. Hatten wir den schon? Ich weiß es nicht. Das hatten wir schon, oder? Ja, das hatten wir schon. Eins will ich aber noch fahren, am besten das Rennen hier. Und was gab es noch? Dann gab es einfach, glaube ich, noch eine ganz normale Rennstrecke. Also wo man einfach auf ganz normalem Asphalt gefahren ist mit ganz normalen Rennautos. Das gab es auch nochmal. Und das alles in einem Spiel. Und das gibt es heute gar nicht mehr. Muss man ja schon fast sagen. Heute gibt es nur Straße. Oder heute gibt es nur Dreck. Oder heute gibt es nur Winterlandschaft. Aber damals war das eben bei Trackmania so, dass man alle vier Dinge in einem Ding bekommen hat. Und man konnte halt eben auch, was eben die Quintessenz bei diesen Trackmania-Spielen eigentlich ist, man kann sich auch immer selbst die Maps bauen. Und das ist eben... Das gibt dann so ein unendliches Repertoire an Maps dann einfach. Das gab es eben bei dem alten Trackmania Originals genauso. Wie es das auch schon hier bei Trackmania Online gibt. Das gab es damals auch schon. Das war richtig, richtig cool. Und das hat richtig Laune gemacht. Und ich denke, das wird uns jetzt auch noch die restlichen paar Tage, wo wir eigentlich noch Jet Racing Extreme spielen wollten. Das müssten jetzt noch wie viele? Drei Parts müssen das noch sein. Da wird uns das auf jeden Fall noch bei Laune halten. Ein Rennen machen wir noch. Weil die Rennen hier extrem kurz sind. Ja, guck mal, 30 Sekunden, das passt doch perfekt. Hatten wir das schon? Manchmal sehen die echt sehr ähnlich aus, muss man sagen. Aber ich glaube, das hatten wir noch nicht. Hätte ich natürlich sehen können, anhand der Medaillen, die daneben standen. Nee, das hatten wir noch nicht, das hatten wir auf jeden Fall noch nicht.
der Vollidiot klatscht da voll gegen die Wand. Ich habe das schon direkt antizipiert und die Bremse angeworfen, mein Freund. So macht man das hier in Deutschland, ja, ja. Übrigens fahren wir natürlich ein deutsches Auto. Natürlich fahren wir ein deutsches Auto. Ich hätte natürlich auch ein algerisches Auto fahren können, aber nee, ich weiß nicht. Ich bin da noch ein wenig patriotistisch. Patriotisch? Nee, patriotistisch. Okay, das wäre es dann für heute gewesen. Ich bedanke mich für heute fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Brumm, Brumm und Hup, Hup. Stimmt, hupen kann man auch irgendwie. Wahrscheinlich mit Haar, ich weiß es nicht. Ich würde aber sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wir sehen jetzt hier nochmal klassisch den coolen Ride von mir. Und guck mal, wie dämlich der jetzt gegen die Wand fährt. Ha, Trottel. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit bis dahin. Und wie immer, bye bye.